Nach über 3 Monaten hat sich Bianca Heinicke wieder auf Instagram gemeldet. Ein paar Tage nach der Trennungsbekanntgabe von Julienko und Tanja. Ist das Zufall? Ich glaube ja. Ich glaube, so berechnend ist Bibi bzw. Bianca gar nicht mehr. Von Julienko würde ich es erwarten, von ihr nicht. Hallo Leute, hier ist Hazel und willkommen zu einem neuen Video. Anfang des Jahres habe ich ja schon auf das Comeback von Bibis Beauty Palace, jetzt bekannt unter Bianca Heinicke, reagiert und wir waren uns alle einig, dass wir super, super spannend finden, wo die Reise jetzt hingeht und das Ganze natürlich zusammen verfolgen möchten. Und jetzt nach über 3 Monaten kam jetzt der zweite Post in diesem Jahr und wir schauen uns das mal gemeinsam an. Auf Instagram wohlgemerkt, also auf YouTube ist bis jetzt noch nichts zu sehen, aber hier ist der zweite Post und ich weiß nicht, schon allein dieser eine Post im Profilraster unterscheidet sich so krass zu dem, was wir vorher kannten. Viele gestellte Fotos, hauptsächlich irgendwie mit auch viel Luxus zu tun, ne, mit diesem Auto und Urlaubsreisen. Und jetzt dieses Bild. Mit der Beschreibung habt ihr schon meine Story gesehen. Ich erzähle euch, worauf ihr euch ab jetzt hier freuen könnt und gebe einen kleinen thematischen Einblick. Ich freue mich riesig auf diese neue Reise und bin gespannt, wer mich dabei begleiten möchte. Also ich bin gespannt auf ihre Story, was sie da zu sagen hat. Und ich schaue mir nochmal die Kommentare an von Kelly Miss Vlog, dass ich diesen Tag nochmal erleben darf. Welcome back. Ihr Gesicht hat sich irgendwie so verändert. Naja, ich glaube, dass sich prinzipiell nichts geändert hat, ne? Aber ich weiß, was sie meint, beziehungsweise die Person meint. Es ist so Ausstrahlung, Aura, natürliche Haarfarbe, beziehungsweise natürlich her. Dürfen wir dich Bibi oder sollen wir dich Bianca nennen? Stimmt, eine legitime Frage. Nenn sie einfach beim Nachnamen, dann bist du auf der sicheren Seite. Sie hat gesagt, sie möchte Bianca genannt werden. Irgendwie ganz komisch, ganz viele Kommentare mit blauen Haken und der hier fasst das ganz gut zusammen. Ganzen TikTok-Influencer versuchen hier zu schleimen. Okay, es sind hauptsächlich Top-Kommentare von anderen Creatern mit blauen Haken, also das sagt jetzt nicht unbedingt aus, was die Community mitteilt. Deswegen, wir schauen uns das einfach mal selber an, die Story. Die ist nämlich noch online. Hallo ihr Lieben. Es ist so schön und so verrückt gleichzeitig, diese Story jetzt für euch aufzunehmen. Ich kann das gerade irgendwie nicht in Worte fassen. Also, ich finde das auch richtig verrückt, eine Story von Bianca zu sehen oder von Frau Heinicke. Es ist schon sehr, sehr lange her, aber dennoch wirkt sie wie ein Profi. Oh. Es ist wieder Monate her, seitdem ich meinen Post online gestellt habe. Und ich will euch kurz erklären, was passiert ist, beziehungsweise warum ich bis jetzt gewartet habe. Ich wollte für mich einfach zu 100%ige Klarheit und Sicherheit haben, wie will ich Social Media weiter nutzen? Wie werde ich mich damit wohlfühlen? Worauf möchte ich achten? Was will ich auf gar keinen Fall mehr? Was genau will ich eigentlich hier vermitteln? Und ich habe mir sehr viele Fragen gestellt, so viele Gedanken gemacht und bin auf... Sie macht sich mehr Gedanken als ich. Auf jeden Fall ist es schon verrückt. Okay, sie hat jetzt sich Zeit genommen, weil sie ganz genau für sich selber wissen wollte, was sie in Zukunft vermitteln möchte, welche Themen. Und ich finde es okay, dass sie das macht. Das ist eigentlich auch sehr gut. Aber ich finde persönlich bei mir, es geht ja auch ein bisschen mit Leichtigkeit einher. Man kann sich für Themen entscheiden, aber man kann sich ja auch mitten im Prozess verändern und bei mir ist es alles nicht so fix, aber ich kann mir das schon vorstellen, wenn man da irgendwie nach über 10 Jahren Social Media und dann nach 2 Jahren Pause wieder einsteigt, dass man sich da viele Gedanken machen möchte. Auf alle Antworten gekommen, die ich brauche, um mich jetzt richtig sicher und wohl damit zu fühlen und habe so ein brennendes Feuer in mir und so eine Energie, dass ich endlich wieder starten möchte und habe gedacht, ich nutze diese Energie und wandle sie direkt in meine erste Story für euch um.
Ich möchte euch gerne kurz einen Überblick darüber geben, welche Art von Content euch jetzt hier erwarten wird und was mich aktuell so ein bisschen in meinem Leben beschäftigt. Was heißt bisschen? Ich beschäftige mich sehr viel mit all diesen Dingen. Also, grob gesagt möchte ich euch auf diesem Kanal an meinen Gedanken teilhaben lassen. Also ich öffne quasi mein Herz hier für euch und möchte darüber reden. Okay, naja, ist prinzipiell ja eigentlich immer so, dass Influencer ihre Gedanken mitteilen, aber ja, okay. Was ich über das Leben denke, wie ich das Leben sehe, wie ich glaube, dass man in der heutigen Gesellschaft, in dieser Welt ein glückliches und erfülltes Leben leben kann. Und das ist meines Erachtens ein stetiger Weg, den man geht. Ganz nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. Und ich habe vor 2 Jahren angefangen, diesen Weg sehr intensiv zu gehen und bin so weit gekommen und freue mich einfach darüber, all diese Dinge, die ich erfahren und gelernt habe, mit euch zu teilen und das Ganze. Okay, also wir werden auf jeden Fall erfahren, was sie so die letzten 2 Jahre gemacht hat. Aber generell, die ganze Ausstrahlung und wie sie spricht, ist so, so anders. Natürlich hat sie ihr gleiches Intro gehabt. Mit Hallo, meine Lieben. Aber irgendwie ist ihre Stimme nicht mehr so aufgekürlt. Sie wirkt einfach super erwachsen. Wahrscheinlich, weil die Zielgruppe jetzt anders sein wird. Nicht mehr so jung. Das ist natürlich fortlaufend. Und da spielen natürlich sehr viele Dinge rein. Dinge, mit denen ich mich, wie gesagt, sehr viel auseinandersetze und mich immer weiterentwickeln will und mich immer wieder selber hinterfrage. Und mich dazu auch eigentlich jeden Tag ein bisschen ändere. Und das ist so spannend zu beobachten, wenn man sich einmal darauf einlässt, Dinge in seinem Leben zu ändern und neu zu machen und zu hinterfragen. Es macht so einen Spaß. Und egal, ob etwas positiv oder negativ am Ende rauskommt, man kommt immer weiter Richtung Ziel, weil man einfach ein größeres Bewusstsein über alles erlangt. Und meines Erachtens ist das Wort Bewusstsein der Schlüssel und das Zauberwort zu einem glücklichen und erfüllten Leben. Und ich sag's euch, Bewusstsein, schreibt's euch auf, darüber werde ich hier sehr, sehr viel reden. Ich versuche mal ein bisschen konkreter zu werden. Also, ein großes Thema ist zum Beispiel vegan leben. Was bedeutet vegan leben? Ich ernähre mich seit 5 Jahren ungefähr vegan und seit 5 Jahren ernährt sich Bibi vegan. Seit 2 Jahren ist sie weg. Ich habe sie leider die 3 Jahre davor nicht intensiv verfolgt. Was man nur so ein bisschen mitbekommen hat, ist, dass die sehr oft im Urlaub waren. Auf den Malediven, dass sie viele Privatjet-Fotos hochgeladen haben, dass sie viel nach Spanien hin und her gereist sind, um ihr Haus in Spanien zu bauen. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie da irgendwie wirklich jetzt 5 Jahre vegan gelebt hat. Falls ihr sie intensiv verfolgt habt, könnt ihr mir ja das gerne bestätigen. 2 Jahren versuche ich in jeglicher Hinsicht vegan zu leben. Und dieser Weg hat mein Leben in jeglichem Bereich so positiv verändert. Und ich möchte euch einfach auf meinem Weg, auf dieser Reise teilhaben lassen. Alles mit euch teilen. Wo stehe ich gerade? Ihr habt bestimmt viele Fragen auch dazu und beantworte euch dazu gerne auch ganz, ganz viel. Wie hat das mein Leben verändert? Jetzt kommt wieder das Thema Bewusstsein. Wo steckt eigentlich überall Tierleid? Einfach so ein paar Fakten mit euch auch zu teilen und ein paar Tipps und Anregungen zu geben, wie man dem entgegenwirken kann und wie man sich vielleicht auch auf diese Reise machen kann, die ich... Also es klingt auf jeden Fall schon so nach sehr vielen tollen Themen, die sie bespricht oder besprechen möchte. Und es ist natürlich auch cool, dass sie so eine krass große Reichweite hat und genau solche wichtigen Themen ansprechen möchte. Aber irgendwie schwimmt da noch so ein komisches Gefühl, ne? Okay, also sie ernährt sich seit 5 Jahren vegan, aber seit 2 Jahren auch betrifft es nicht nur ihre Ernährung, sondern ihre ganze Lebensweise. Ich angefangen habe. Und da möchte ich gerne aber auch über gesellschaftskritische Themen mit euch sprechen. Also die heutige Gesellschaft und Strukturen, in der wir leben, zu verstehen, zu hinterfragen, wie ich mich selbst dort einordne und meinen Platz da hoffentlich irgendwie finde, um ein glückliches, freies und erfülltes Leben zu leben. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu dem Ursprung und zu mir selbst zu finden.
Bewusstsein über mich selbst zu erlangen. Also ich lese zum Beispiel gerade auch das Yoga Sutra, wo das Ur-Yoga, die eigentliche Philosophie hinter dem Yoga, erklärt. Okay, Veganismus und Yoga, beziehungsweise sogar Ur-Yoga, ey, ich erkenne sie wirklich kaum noch wieder. Es ist krass, wie man sich verändern kann in 2 Jahren. Ich habe ja schon gerade davon gesprochen, dass ich ein komisches Gefühl habe, weil ich meine, nur weil sie sich jetzt seit 2 Jahren irgendwie verändert hat und jetzt irgendwie das Privileg hat, weil sie ja schon Millionen Euro auf dem Konto hat, jetzt hat sie halt das... nicht Privileg, sie hat sich das ja erarbeitet. Jetzt hat sie halt eben die Möglichkeit, in finanzieller Sicherheit und Unabhängigkeit, auf keine Kooperation angewiesen zu sein. Jetzt hat sie erst die Möglichkeit, so zu sein, wie sie möchte. Irgendwie komisch, ne? Weil, ich weiß nicht, vor 2 Jahren gab es ja immer noch ihre Trendyol-Kooperation. Sie war ja da ein großes Markengesicht. Davor war sie großes Markengesicht von Shein mit eigenen Kollektionen und keine Ahnung. Ich meine, es ist so weird, weil ich vergesse es halt trotzdem nicht. Egal wie positiv sie sich jetzt verändert, was aber natürlich gut ist, wenn sich Menschen verändern, trotzdem macht es das ja nicht weg, was sie davor gemacht hat. So Coinmaster, Smile Secret, wirklich die komischsten Kooperationen, die man machen konnte, haben Bibi und Julienko halt damals gemacht. Und das sollte nicht vergessen werden. Vielleicht spricht sie das auch noch mal an, weil ich weiß nicht, es würde für mich echt komisch rüberkommen, wenn sie plötzlich über gesellschaftskritische Themen spricht, über Veganismus, über Nachhaltigkeit, aber nicht ihre eigenen Fehler reflektieren wird. Also ich weiß noch nicht, wie sie es gestalten wird, aber ich hoffe, dass sie auch das anspricht. Erklärt wird und... ja, ihr seht, es ist alles sehr umfangreich. Ich habe ganz viel in meinem Kopf und es ist ganz anders, als es mal war. Und gerade bei all diesen Themen freue ich mich auch darauf, wenn wir einen Weg finden, wie wir wirklich richtig in den Austausch gehen können. Ich meine Gedanken teilen kann, aber auch von euch Anregungen bekommen kann. Das Schöne und Befreiende für mich ist, dass ich mich nach niemandem mehr richten werde. Ich möchte einfach immer mir selber treu bleiben. Ich möchte das mit... Sie wird sich an niemanden richten, weil sie es nicht mehr muss. Sie ist auf gar nichts mehr angewiesen, weil sie sich ja schon, ja, wie gesagt, durch viele Kooperationen da diese Position erarbeitet hat. Was mit euch teilen, was mich beschäftigt, wovon ich glaube, dass es für die Zuschauer und Zuhörer einen Mehrwert bieten kann. Also jeder entscheidet natürlich selber, was er mit all dem, was ich hier teile, machen möchte. Und das ist das Wunderschöne daran. Wir alle sind frei. Und das fühle ich so sehr. Und ich freue mich einfach darauf, diese Reise mit all den Menschen weiterzugehen, die das jetzt irgendwie spannend und interessant finden und ja, diesen neuen Content von mir mitverfolgen möchten. Und bin gespannt, wer dabei bleibt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Und ich glaube, jetzt habe ich erstmal ganz viel erzählt. Es werden bestimmt auch viele Fragen kommen. Ich glaube, ich mache ganz bald auch mal so ein Fragen- und Antwort-Ding mit euch. Fragen- und Antwort-Ding. Sie hat nicht Q&A gesagt. Oh mein Gott, das ist Bianca Heinicke, meine Freunde. Ich bin auch gespannt, wie viel von der Reichweite sie noch erhalten kann. Natürlich hat sie jetzt gerade voll den Hype, einfach weil sie 2 Jahre weg war. Und jetzt wahrscheinlich haben auch ganz viele Leute diese Story geschaut, aber ich bin gespannt, wie auf langer Sicht, wie viele Leute sie erreichen kann. Und natürlich ist es immer gut, wenn sie viele Leute erreichen kann, wenn sie halt eben genau diese Themen ansprechen möchte, die sie halt gerade angesprochen hat. Und ansonsten schauen wir mal noch die letzte Story. Und das war's jetzt erstmal. Ich freue mich. Tschüss. Ah, und da hat sie noch wie ein Profi ihr Fotobeitrag geteilt. Also was kann man jetzt eigentlich noch zusammenfassen? Bibi möchte jetzt wieder Content machen. Die Themen, die sie machen möchte, sind Veganismus, gesellschaftspolitische Themen, viel um das Thema Bewusstsein, Tierleid und ja, ich bin
Ich bin immer noch sehr, sehr überrascht von dem, was ich gerade gesehen habe. Und ich glaube, die meisten Menschen sind überrascht. Sie hat auch tatsächlich hier ihre Beschreibung geändert. Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Ich bin auf jeden Fall super, super gespannt und werde auch wahrscheinlich so die ersten Posts mitverfolgen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was sie macht. Natürlich in den Stories kann sie zeigen, was sie so denkt und wie sie gerade lebt. Aber ich bin echt gespannt auch auf die Post, die Fotopost oder auch die Reels, wie sie das vermittelt, wie sie sich dazu entscheidet, ob sie auch vielleicht noch mit YouTube anfängt, weil das ist ja immer noch das Medium, meiner Meinung nach, womit man am besten fährt, um Sachen mitzuteilen und Sachen zu zeigen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr von diesem Comeback haltet. Werdet ihr das Ganze mitverfolgen, wie sie jetzt ihren ganzen neuen Content gestalten wird, oder interessiert es euch von vornherein nicht? Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall nachholen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon im nächsten. Bye!